Hallo Klickenabendler, wir sind beim Pegasus Presse-Event, das stimmt nicht ganz, wir sind eigentlich schon beim Supporter-Event, nämlich Samstag, und diesmal haben wir auch die Niki dabei. Hallo Niki. Hi Andi. Wir haben uns das Spiel Showtime angeguckt, was erstmal angekündigt war in Nürnberg als Film ab. Ja, richtig. Ist ein Spiel von Anna Oppolzer und Stefan Kloß. Die kennt man zum Beispiel von dem Spiel von Zoch von Beastie Bar, was uns damals schon sehr gut gefallen hat. Und das Spiel erinnert auch in vielerlei Sachen an Beastie Bar, aber er funktioniert dann doch etwas anders. Ist für 2 bis 4 Personen und geht so 20, 40 Minuten. Und haben wir eben gerade in einer lockeren Viererrunde gespielt. Richtig. Was geht's thematisch? Es geht um einen Kinosaal, in dem als erstes das Filmgenre festgelegt wird. Entweder es kommt ein Liebesfilm, ein Sci-Fi-Film, eine Komödie oder ein Action-Schlachtfilm. Okay, ein Actionfilm. Und jeder hat einen Stapel von Charakteren auf der Hand und platziert die Zuschauer für den Film. Genau, wir versuchen uns in dem Kinosaal, der hier ausliegt, auf die besten Plätze zu platzieren. Wo sind im Kinosaal die besten Plätze? Natürlich in der Mitte, aber nicht jeder kann die Mitte bekommen. Und man ärgert sich natürlich, wenn einer neben einem hockt, der was frisst. Oder hinter einem hockt, der einen dauernd gegen den Sitz kickt. Oder der zu groß ist und man sieht nichts. Genau, oder ein Liebespärchen, das dauernd miteinander rummacht. Die wollen natürlich nebeneinander sitzen. Also diese ganzen Klischees, die es im Kinosaal gibt, werden hier ausgelebt. Das können wir euch mal ganz kurz zeigen. Niki spielt einfach mal eine Karte hin. Wir gehen mal davon aus, wir haben einen Actionfilm. Genau. Du hättest jetzt nicht mischen müssen. Im Originalspiel kriegt man 4 Karten. Genau, machen wir das einfach mal. Ich nehme jetzt einfach 4 hier, ohne zu mischen. Ich habe Glück. Ich habe Bea Biene. Ja. Leg sie auf einen 4-Punkte-Platz und die mag Actionfilme. Genau, das heißt, du kriegst sofort 2 Punkte. Die restlichen Sachen werden erst nachher betreut. Aber das heißt schon mal für die anderen, wenn die sich jetzt neben ihr setzen und das sind Frauen, dann gibt es Minuspunkte, weil das ist eine Schönheitskönigin sozusagen und da wollen die Männer neben sitzen. Jetzt könnte ich was Fieses machen. Ich setze mal Benny Blase. Der hat eine ganz kleine Blase, muss oft auf Toilette. Das sind für mich später, wenn er da liegen bleibt, 4 Siegpunkte. Zwar keine, weil er das Genre nicht mag, aber alle müssen aufstehen, wenn er pinkeln muss. Das heißt, alle in der Reihe kriegen -1, es sei denn, er würde außen sitzen. Ich ziehe mal auf 4 nach. Jetzt habe ich Sophie Schulze. Und Sophie Schulze darf jemanden zur Seite kicken. Und dann kicke ich doch mal dich an den Rand. Und so kriege ich keine Minuspunkte mehr. Und genau, weil die so eine liebe, nette Dame ist. Ihr seht, wie es funktioniert. Es gibt Interaktion. Manchmal durch Bewegen, manchmal einfach durch Platzieren. Ich gehe jetzt in eine Reihe, wo ich nicht so viele Punkte kriege. Aber dem Vordermann, weil sie dauernd drauf kickt, macht sie 2 Minuspunkte. Und so füllt sich das Ganze. Und so macht man das Stück für Stück, bis alles da liegt. Man kriegt sofort die Punkte vom Genre. Das Genre ändert sich jede Runde. Wir spielen aber nur 3 Genres. 1 kommt in der Spielrunde nicht dran. Wir spielen unseren ganzen Kartenstapel im Prinzip durch. Man hat immer 4 zur Auswahl. Man füllt immer auf. Und dann geht man diese Wertungen durch, ne? Mit Minuspunkten, Pluspunkten. Es gibt zum Beispiel für die meisten, ist es nicht gut, vorne zu sitzen. Es gibt aber einen älteren Herrn, der hört fast nichts. Der will immer vorne sitzen zum Beispiel. Genau, das ist das ganze Spielsystem. Das spielen wir 3 Runden. Und wer am Schluss die Mehrheit hat, der gewinnt das Spiel. Genau. Wie hat es uns denn gefallen? Ist ganz lustig. Man muss ein bisschen überlegen, wen man wohin setzt. Man kann natürlich auch, also ist auf jeden Fall auch Interaktion da, weil man kann ja von den anderen Spielern verdrängt werden. Zum Beispiel hier ist noch einer, der kann einen noch wegkicken und damit die Punkte beeinflussen. Man denkt, man hat einen guten Platz erwischt und dann schiebt man noch weg und plötzlich verliert man seine Pluspunkte in der Wertung. Ist ganz witzig. Mir persönlich gefällt das Spiel ziemlich gut. Mir hat Beastie Bar damals von Zoch gut gefallen. Mir gefällt das hier auch toll. Es hat sehr, sehr viel Humor drin durch die verschiedenen Charaktere, die man natürlich auch beim Spielen ein bisschen rüberbringen kann. Es ist aber jetzt auch nicht mega taktisch, weil es gibt Taktiken. Je mehr Mitspieler mitspielen, umso eher können die einem was dagegen machen mit den ganzen Charakteren. Da verschiebt sich relativ viel. Also viel Schadenfreude dann dabei und dann auch Glücksfaktor. Und je weniger mitspielen, umso mehr Taktik. Es hat ja hier 2 bis 4, also wenn man es zu zweit spielt, reine Taktik, würde ich sagen. Und zu viert kommt schon Glücksfaktor rein. Ich finde es recht spannend, finde es schön für Familien geeignet, weil das kann jeder nachvollziehen. Ist ein locker flockiges Spiel. Ich kann aber auch jemanden nachvollziehen, denen das zu wenig Kontrolle ist. Kann ich auch nachvollziehen. Aber dafür ist es eindeutig ein Familienspiel. Ja. Ein leichtes Einsteiger-Familienspiel, ja. Was ja sogar Pegasus inzwischen immer auf die Schachtel schreibt. In der Ansicht seht ihr es ja hier, ist die Familienkategorie auf der Schachtel. Ja, das war Showtime, kann man ab Essen, also ab nächste Woche, nächsten 2 Wochen dann kaufen und spielen in Essen. Ja, freuen wir uns schon drauf. Okay, danke für die Vorstellung, Niki. Ciao. Ciao.